irgendwann einmal habe ich mir gedacht, es wäre schon eine total coole Sache, so ein bisschen was mit Holz zu machen. Weil das halt einfach so ein wahnsinnig genialer Werkstoff ist. Weil da kann man völlig frei gestalten, kann völlig wahnsinnige Ideen ausprobieren und kann das einfach dann direkt selber umsetzen. Mir war es immer wichtig, ich habe ja ganz klassische Schreinerausbildung gemacht und ich habe mir damals schon gedacht, das ist eigentlich ein völliger Wahnsinn, was man eigentlich alles für Möglichkeiten in unserem Job da hat. Und deswegen habe ich so richtig Lust drauf, immer neue, vielleicht etwas ausgefallene Materialien zu nehmen. Um das einfach mal ein bisschen neu zu kombinieren, ein bisschen neu zu verbinden. Das macht echt richtig Spaß. Und wenn man das nur ganz individuell für unsere Kunden so ein bisschen zusammenstricken darf, dann ist das schon eine richtig coole Sache. Und wenn man dann eben die Möglichkeit hat, so wie mir jetzt, dass wir das wirklich frei planen und umsetzen können, da wird es natürlich richtig interessant. Die Leute, die sollen doch da drin leben. Es muss ja nicht alles immer aussehen wie in einer Ausstellung. Es geht ja darum, dass das Ding auch ein bisschen cool, ein bisschen benutzbar ist. Darum stehe ich so drauf, wenn Materialien verbaut worden sind, die man authentisch benutzen kann, die einfach dafür da sind, dass man sie gebraucht, sage ich jetzt mal. Ich mag das immer gar nicht so steril. Antrieb. Was ist Antrieb? Ich weiß gar nicht, ich brauche im Endeffekt überhaupt keinen Antrieb. Ich mache genau das, was ich gerne machen will. Es macht wahnsinnig Spaß, wenn man sieht, wie Leute das schätzen, was man für sie macht. Und das ist für mich Antrieb genug. Also ich habe Riesenfreude, meine Arbeit zu machen.